TV-Straßensound. Ich finde, dass jeder Mensch Träume haben sollte und auf diese Träume hinarbeiten sollte. Und ob er es mit Rap macht oder mit Sport oder mit irgendwelchen anderen Dingen, Träume erreichen, darum geht es im Leben. Hast du dir durch die Musik deine Träume erfüllen können? Nichtsdestotrotz, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich habe das 187/2009 mir tätowieren lassen. Im Gegenzug dazu hat Bones, wer hat's noch, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein paar Jungs von der 187 Straßenbahn haben das Haudegen-Logo tätowiert. Also pass auf, ich sag dir, ich hatte zu Flair nie das beste Verhältnis. Weil Flair ist ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Die Leute, die aus mir in Anführungsstrichen einen Nazi machen wollten, waren halt immer die Medien, die draufgesprungen sind. Manuelsen versus Animus, alle fallen aus allen Wolken, wenn dann mal einer fällt. Aber in den Tracks haben halt alle... Ja, ich sag immer, wie du es in den Wald hineinrufst, so kommt es auch wieder heraus. Ja, die Ähnlichkeit ist halt da und nur, dass er mittlerweile besser aussieht als ich. Muss ach, ich Joe, zeig mal bitte, was du Tolles gemalt hast. Ich hab dir einen Boogie gemalt. Oh. Ich hab dir einen Boogie gemalt. Natürlich. Und Joe kann malen. In dein Black Book. Yes, und baby. Dementsprechend. Bin ich. Ich freue mich tierisch, Digga. Ich freue mich, dass jetzt ein Teil von mir nicht nur über den Ring, sondern auch über den kleinen Style hier bei dir in deiner Wohnung bleibt. Ich freue mich darüber. Und wenn du gehst, geht nur ein Teil von dir, weil ein Teil lebt weiter im Boogies Black Book, Baby. Und wenn ich gehe, geht nur ein Teil von mir. Ein Doubt darf man nicht provozieren. Das ist ein Insider von euch. Ja, wir haben ganz viel Insider. Noch nicht, aber kann einer werden, Digga. Yes, yes. Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt. Wir kamen und wir wussten nicht mehr weiter. Ja, aber so viel dazu. Das war ein legendäres Gorilla-Interview am Kameradenweg. So schön war geil, Digga. Wie heute ist es selten, wenn alle Menschen so wären wie diese Leute, die heute sich hier in der Wohnung befunden haben. Hätte ich keine Glock unterm Kissen. So jung kommen wir nie wieder zusammen, nein. Digga, ist so. Und wir wären nur besser, an der Stelle mal, Joella. Jetzt vielleicht, wir waren viel in der Vergangenheit. Ich würde gerne mal von dir wissen, was jetzt in Zukunft geplant ist. Ist erstmal dieses mega starke Album rausgekommen. Genau, ist schon draußen. Platte ist draußen. Einfach suchen online im Stream überall. Rilla Platte heißt das Ding, hat 11 Geschosse. Geht auf jeden Fall ordnungsgemäß nach vorne. Richtig stabil, ist schon geprüft am Kameradenweg, war in den Kameradenweg-Charts. Rilla hat das höchste Gut erlangt. Ich habe es gepostet sogar. Ja. Vielen Dank auch an der Stelle, dass du mir Props gegeben hast. Ja, danke für den Support, Digga, danke für den Support. Und ansonsten ist jetzt natürlich in 2020 ist wieder ein Haudegen-Album geplant. Wollte ich gerade fragen. Genau, Haudegen-Album geplant. Ich plane jetzt im Frühjahr nochmal eine EP als Rilla. Dann sind wir gerade dran, ein paar Live-Termine zu klären für Rilla, weil ich natürlich mit dem Ding auch auf die Bühne will. Und lade ich dich sicher auch ein, lade euch sicher auch ein, lade natürlich auch jeden da draußen ein. Bitte nicht meine Ex. Nee, die nicht. Nee. Aber deine neue. Ja, die kommt gerne, die ist ja lieb. Sicher, Digga. So, und von daher ist geplant, einfach weiter leidenschaftlich Musik zu machen, gerade zu bleiben, stabil zu bleiben und vor allen Dingen Liebe für das Ding zu haben, um zu sagen, make Hip-Hop great again, baby. Baby, baby. Alte Liebe rostet nie, das ist war so. Mein Bruder Joe Willer, der gerade ein mega stabiles Album in den Startlöchern hat, für TV Straßensound, die einzige freie Plattform in dieser verkackten Welt. Ich gebe das Mic weiter an meinen Partner seit Tag 1, Daud. Er macht jetzt die Fanfragen, weil für die Fanfragen müsste ich lesen können, das kann ich nicht. Ich will hier mal 1000 Likes haben auf das Interview, dafür, dass ich ihn bestimmt nur einen Bruchteil wie sonst so viel unterbrochen habe. Ich habe mich heute zusammengerissen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An der Stelle, TV-Straßensound. Wir halten uns bedeckt. Also yeah, baby, Fanfragen. Boogie, du bist aber leider noch nicht entlassen. Du hast mich zwar eingewechselt in der 90. Minute, aber du solltest noch einen Rilla zeichnen. Aber sehr gerne. Dann machen wir das parallel. Ja, sehr gerne. Wie viele Minuten habe ich Zeit? Die kompletten Fanfragen über. Ja, wie lange gehen die denn? Das war 20 Minuten bestimmt. 20 Minuten. Komm, Boogie, das sollst du schaffen. Da gibt es nicht nur Tick, da macht mit Farbe, bitte. Der Bürgermeister von Langwitz, Digga. Ja. Alles klar, Rilla. Erstmal eine Ehre für uns, dass du bei uns hier... Vielen Dank. Uns, Boogie, darf ich sagen, ne? Im Kameradenweg sitzt, auch wenn ich Hannoveraner bin. Ja, ich hab's ja für eine WG gehalten. Ich hab's ja für eine WG von euch beiden gehalten. Aber der Respekt geht an euch zurück. Danke. Mega großartig, was ihr auf die Beine stellt. Mit so einem Enthusiasmus und der Kontinuität, mit der ihr das macht, wirklich, das muss Leidenschaft im Raum sein, um das zu tun. Und das finde ich großartig. Vielen Dank. Nochmal muss ich sagen, vielleicht rauchst du ja doch jetzt mal einen Baumkopf, dann bist du wie Animus, schläfst ein auf der Couch, machst auf mit dem Spiel.
Ich brauche keinen Deal mehr, Diggi. Ich brauche keinen Deal mehr. Du musst immer noch dealen. Wie hast du es geschafft? Das müssen wir schneiden. Das müssen wir schneiden, genau. Yeah. Wie fühlt es sich an, wenn man Musik machen kann ohne einen, wie soll man sagen, finanziellen Druck? Kann man da leichter arbeiten? Definitiv lässt sich das leichter arbeiten, weil du natürlich auf irgendeine Art und Weise dich halt klar festgelegt hast und dann eben Zeit hast, um dich auszuprobieren. So. Yeah. Und das ist, für den einen ist es schwer, für den anderen ist es leicht, aber wenn du ein Künstler durch und durch bist, dann fällt dir das leicht. Und gerade die Ruhe zu finden für die Kunst ist halt das, was ich auf jeden Fall schaffe und was mir dann auch Freude macht. Ja. Wie hast du die Liebe für die Hip-Hop-Musik wiedergefunden? Weil viele Leute werfen einen vor von wegen, hier, Hip-Hop läuft wieder, jetzt kommen die ganzen alten Jungs und fangen wieder an. Ich habe die Liebe zu Hip-Hop ja nie verloren. Yeah. Also die Frage ist ja, stellt sich insofern nicht, weil ich die Liebe zur Musik oder zu Hip-Hop, zu Rap nie verloren habe. Also wenn ich selber sage, ich bin Fan von Rap und von Hip-Hop, dann kannst du das nicht verlieren. Selbst wenn du Rockmusik machst oder Bluesmusik oder Schlager oder irgendwas, du kannst ja die Liebe zu der Sache, mit der du aufgewachsen bist, nicht verlieren. Es sei denn, du willst dich ganz bewusst davon distanzieren. Wollte ich aber nie. Dementsprechend habe ich die Liebe immer wieder, wenn ich ans Mic gehe und einen guten Beat höre oder eine gute Produktion höre, habe ich Bock zu rappen. So. Und die Frage ist nur, bringst du was raus? Zeigst du es jemand anderem? Und diese ganz geile Situation, in der ich bin, dass ich halt sagen kann, so, ich muss nicht unbedingt veröffentlichen, weil die meisten Leute vergessen, auch die meisten Rapper vergessen vielleicht sogar, dass sie die Musik in erster Linie eher für sich selber machen und sie dann erst Freunden zeigen. Freunde sagen, ey, ist geil, bring doch raus. Und darin liegt die Magie. Ich glaube, jeder Rapper kann das bestätigen, dass oder jeder Künstler, der wirklich sich als Künstler betitelt, kann bestätigen, dass das in allererster Linie für sich macht. Und das ist bei mir halt auch so ein Ding, dass ich sage, ich mache es in allererster Linie für mich und überlege dann, wem zeige ich es. Yeah. Auf jeden Fall Respekt für deinen Weg und hau Degen, auf jeden Fall sehr, sehr gute Musik. Checkt die beiden Jungs mal ab. Viele Leute kennen Rilla vielleicht gar nicht. Nee, viele Leute werden mich nicht kennen. Ich bin natürlich insofern auch wie Boogie halt ein Alt-Berliner Urgestein. Ja? Mhm. Aber ich gehöre, so weit würde ich gehen, ich gehöre zur Berliner Geschichte dazu. Same. Ich gehöre zur Berliner Rap-Geschichte dazu. Und feiere aber dennoch auch die Neuzeit, ja. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt so, ey, ich wünsche mir die alten Zeiten zurück. Ich finde es gut, wie die neue Generation mit Rap umgeht. Sage aber im gleichen Atemzug, komm mit Respekt und geh mit Respekt und respektiere die Jungs, die es in irgendeiner Art und Weise mit aufgebaut haben. Und da meine ich alle meine ich damit, ja. Straßensound und der 100% Podcast ist auch so ein Stück weit Geschichtsaufarbeitung im Hip-Hop. Und man darf es einigen Leuten nicht übel nehmen, weil 2004 Baujahr, wir haben jetzt ungefähr das Jahr 2020, die sind 16 Jahre alt. Digga, 2002 sind 18. Digga, ich bin Vater. Ich bin Vater, meine Tochter ist knapp 16. Ja. Ja, ich krieg das doch mit. Und meine Tochter zeigt mir ihren Musikgeschmack, zeigt mir die Sachen, auf die sie steht. Okay. Sie hört auch Rockmusik, sie hört Popmusik, sie hört Rap. Und sie zeigt mir das und ich sage, ey, geile Nummern. Ja, also ich könnte jetzt ein paar Künstler aufzählen, wo ich sage, das bockt mich selber. Mhm. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, dass es losgelöst ist von den Oldschool-Hip-Hop-Tagen. Yeah. Weil ich glaube, dass jede Zeit halt auch seine Musik hat und jede Zeit hat seinen Rap, jede Zeit hat seine Rockmusik und dementsprechend gehe ich damit unfassbar tolerant um. Sollte man auch. Ja, voll. Voll. Okay, kommen wir zu den Fanfragen. Du hast ein Foto gepostet. Wo habt ihr es geschossen? War es in Hohenschönhausen oder in Marzahn? Nein, ist Marzahn. Ist definitiv Marzahn. Ist Ludwig-Renn-Straße, ein Ort, wo ich viel Zeit verbracht habe. Nebendran ist der Wohngebietspark, wo wir, wie hat man früher gesagt, wir haben dort gecornert und haben Geschäfte Mefte gemacht und haben eine gute Zeit gehabt. Und ich habe gerade jetzt noch ein paar Videos gedreht in Marzahn, die ich noch nachlege zur Platte. Und dementsprechend war ich halt wieder auf einer Zeitreise durch meine alte Hood. Geil. Und was ich auf jeden Fall zertifizieren kann, ist, der Bentley ist nicht gemietet. Das ist seiner. Das ist meiner, ja. Das ist meiner. Auch, der steht gerade hier auch unten. Ja, es ist ein Traum, ja. Also der Bentley war zum Beispiel auch ein Traum von mir, auf den du natürlich irgendwann hinarbeitest. Ich muss mal an der Stelle unterbrechen. Bitte. Du könntest auch hier ganz normal parken vor dem Haus, das ging 20 Jahre gut. Seit wir auch eine Hipster-Fotze hier haben, an der liegt es diesmal nicht.
haben sie uns hier Blumenkästen vorgebaut. Wir haben es als reine Provokation gesehen. Aber der liebe Herr Kaufmann, der eigentlich dann schon bedacht ist, dass hier alles gut läuft, hat gesagt, nein, Herr Bürgermeister, das ist wegen dem Feuerschutz für den Kindergarten da vorne. Ah, also denk nicht, dass das Ordnungsamt hier sagen hat, nein, das Sorgen habe ich hier. Okay. Aber wir können die Blumenkübel leider nicht wegmachen, weil das Kinder gehen vor. Ja, okay, du weißt, Langschützer töten alles außer Kinder und kleine Kinder. Wir müssen Verantwortung zeigen. Ja, aber wie gesagt, das steht auch vor der Tür. Also ich habe bin da sehr, sehr stolz drauf, weil ich finde, dass jeder Mensch Träume haben sollte und auf diese Träume hinarbeiten sollte. Und ob er es mit Rap macht oder mit Sport oder mit irgendwelchen anderen Dingen, Träume erreichen, darum geht es im Leben. Hast du dir durch die Musik deine Träume erfüllen können? Sowas wie beispielsweise ein schönes Auto, eine Finca am Mittelmeer, also das ist auf jeden Fall respektabel. Und ich will es nicht sagen, so beneiden, aber so, das sieht man auch so ein bisschen als Vorbild von wegen, okay, der Typ will seine Ruhe haben, der arbeitet da vernünftig und es ist ihm gegönnt und er hat sich das verdient. Also ich, wer nicht gönnt, ist Hurensohn. So sieht's aus. Ich will das ein bisschen abstrahieren. Ich würde das Auto jetzt nicht an die erste Stelle setzen. Ja. Ne? Also nicht jetzt irgendwelche Klischees bedienen und sagen, es geht darum, im Leben ein tolles Auto zu fahren. Ja. Es sind andere Dinge, die ich als Träume betitele und wo ich sage, die habe ich erreicht. Und ich glaube, den größten Traum, den ich erreicht habe, ist, dass ich von dem, was ich liebe, leben kann und dass es dort draußen genug Menschen gibt, die sagen, dieser Typ ist es wert, ihn zu unterstützen, seine Musik zu kaufen und ihn dadurch zu unterstützen. Und ich glaube, das ist der größte Traum. Alle anderen Träume, die auf meiner Checkliste standen, habe ich auch erreicht, weil ich natürlich die Checkliste irgendwann abhaken wollte. Aber ich lebe mit meinen 44 Jahren mittlerweile ein Leben, wie ich es mir immer erträumt habe. Und das war aber auch, und das sage ich auch immer im gleichen Atemzug, wo ich davon rede, das war auch harte Arbeit. Ja, so, und danke, dass du es als Vorbild siehst, weil ich es auch wichtig finde, einfach Leuten da draußen diesen Weg zu beschreiben und zu sagen, Digga, worum geht's im Leben? Am Ende geht's im Leben darum, eine Zufriedenheit irgendwann zu spüren. Und wenn du diese Zufriedenheit hast, dann gehst du eben auch mit diesem Druck des Geldverdienens, satt sein, nicht mehr strugglen, gehst du eben auch dementsprechend mit um, weil du eben all die alten Zeiten auch kennst und weißt, die Zeiten nicht zu vergessen, wo du gar nichts hattest. Und wir kommen halt aus dieser Gegend, wo wir gar nichts hatten. Das stimmt. Und ich zitiere mal Schwester Eva: Erfolg ist wie eine Schwangerschaft. Jeder gratuliert dir, aber keiner weiß, wie oft du dafür gefickt wurdest. So sieht's aus. Props an Schwester Eva auf jeden Fall. Kommen wir zur ersten Fanfrage. Das auch. Wir haben das Foto halt bei Instagram, Facebook und jetzt auch bei YouTube gepostet, da kann man auch Fragen stellen. Wie ist das Verhältnis zu Bones und den anderen 187ers? Weiß nur noch, dass er früher ein Interview von Rilla auf dem Crime-TV-Channel war. Und für die Rechtschreibfehler entschuldige ich mich, ich lese die Fragen 1 zu 1 vor. Das Verhältnis zu der 187-Straßenbande ist gar nicht mehr gegeben, weil ich keinen Kontakt mehr zu den Jungs habe. Zu dem einzigen, dem ich Kontakt habe, ist derzeit Frost. Weil das ein alter Homeboy von mir ist, aus Sprüherzeiten, aus Sprühertagen. Nichtsdestotrotz, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich habe das 187-2009 mir tätowieren lassen. Im Gegenzug dazu hat Bones, wer hat's noch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein paar Jungs von der 187-Straßenbahn haben das Haudegen-Logo tätowiert. Stark, ne? Das war damals so ein Geben und Nehmen. Wir haben eine Menge gute Zeiten in Hamburg erlebt und auch in Berlin erlebt. Das Ding ist, dass ich dazu sagen muss, ich gönne den Jungs alles. Finde teilweise es ein bisschen komisch, was sie da im visuellen Bereich machen. Ich finde das teilweise ein bisschen befremdlich, weil ich Bones und die Jungs anders kennengelernt habe. Was meinst du genau? Also videotechnisch? Na, ich meine einfach bei Instagram Stories komische Sachen, die man da sieht, wo ich denke, wo ist die Verantwortung gegenüber den Leuten, die das sehen und wo bleibt die Verantwortung zu sagen so, ey Digga, war ein Spaß oder mit einigen Sachen spaßt man einfach nicht. Also ich habe kein Verhältnis momentan. Ein Feature mit Jizzes und Bones war das mit das Letzte, was ich damals, als ich das Rap-Mic an den Nagel gehangen habe, war ein Track, der hieß Song für die Boxen oder irgendwie sowas. Da haben wir noch ein Feature gemacht, war sehr, sehr geil. Ich habe teilweise für die Jungs auch produziert. War eine geile Zeit, aber ist Vergangenheit und Verhältnis habe ich da leider keins mehr.
obwohl mich schon mal interessieren würde, was da so läuft. Und ich glaube, es wäre ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute, sich mal mit Bones an den Tisch zu setzen. Keine Ahnung, irgendwann rennt man sich sicher über den Weg, aber gerade auch was Raf Camora angeht, ich habe das alles natürlich verfolgt, wie das durch die Decke ging und habe mich sehr für die Jungs gefreut, weil ich auf jeden Fall sagen kann, dass das, wo die herkommen, ähnelt im Prinzip auch den Umständen, wo wir herkommen. Und darum kann ich sagen, dass es auf jeden Fall zu Recht da, wo es ist. Schogun, Schogun. Ist so, Digga. Ist glaub, so. Ist an alle auf jeden Fall. Ja. Die zweite Frage von BeatsTV. Bringt ihr einen zweiten Teil von Der Osten rollt raus, aber ohne Autotune bitte. Kenne Rilla aus meiner Hohenschönhausen-Zeit, komme eigentlich aus Kreuzberg. Ja, erstmal danke für die Frage. Das Ding ist, dass ich diese Frage schon öfter gehört habe, weil die Leute natürlich sagen, Osten rollt Teil 2. Um ehrlich zu sein, möchte ich das nicht machen, weil Der Osten rollt einer meiner stärksten Nummern war und viele Leute angesprochen hat. Warum soll ich einen zweiten Teil machen, wenn es den Song schon gibt? Ja? Dementsprechend sage ich, glaube ich, nicht, dass da ein zweiter Teil von kommt, sondern einfach Platte hören und sich in die neuen Songs verlieben. Yeah. Alles klar, jetzt noch weiterführend, seine Frage habe ich gerade überlesen. Der schreibt, ich bin Türke, ist wichtig, das zu schreiben, finde ich, weil viele ja immer noch denken, dass er ein Nazi ist und nur von Deutschen gefeiert wird. Ach, das ist Quatsch. Also, ich meine, wir alle haben Rilla gehört. Ja, ich meine, weißt du, was ich meine? Genau, meine Erfahrung ist die, dass sich das komplett durchgezogen hat, dass viele Rilla gehört haben. Und das ist auch gut so. Also ich weiß, was er meint. Die Leute, die aus mir in Anführungsstrichen einen Nazi machen wollten, waren halt immer die Medien, die draufgesprungen sind und Klischees bedienen wollten. Ja, also sprich Ost-Berlin, Marzahn, Plattenbau, grüne Jacke an, Glatze, das muss einer sein. Okay. Mit dem Vorurteil hatte ich Ewigkeiten zu kämpfen, aber das schließt halt, ich schließe das komplett aus, weil wir von Hip-Hop reden. Hip-Hop hat weder was mit Rassismus zu tun. Hip-Hop ist weltoffen und multikulturell. Für mich war das der schönste Spielplatz, den wir alle haben und hatten. Dementsprechend, meine Musik ist für Menschen. Safe. Nicht für Ethnien, nicht für, ja, für verschiedenste Religionen. Meine Musik ist für Menschen. War da echtes jemand da? Ich weine gleich vor Freude. Nein, Will hat was cool gesagt. Ist doch so. Ey, jetzt sehe ich mal, warum die Leute mal wollen, dass ich unterbreche. Manchmal sagen die Leute ja was Interessantes, wenn ich die unterbreche. Ist so, Digga, ist so. Genau, wie sagt man so schön, nur wenn man zuhört, kann man auch was lernen. Ja. Aber Boogie, wir lieben dich und deine Interviews, du weißt das. Ist so. Der 030 Mio fragt, wie steht Rilla zu Flair? Weil sonst irgendwo gab so Lines wie, ich habe den Kopf hingehalten, nicht nur für Flair, diese Punkt, Punkt, Punkt. Mich interessiert, wie das gemeint ist, Hintergrund und für wen er den Kopf noch so hingehalten also hat pass in auf. Der Agro-Zeit. Also pass auf, ich sagte, ich hatte zu Flair nie das beste Verhältnis. Weil Flair ist ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Ist ein Mensch, der, wie man ihn kennt, man liebt ihn dafür, dass er ausschweifend ist, dass er seinen Standpunkt hat. Aber auch zu Agro-Zeiten hatte ich ein ganz normales Verhältnis zu Flair. Allerdings hat mich Flair in der Vergangenheit halt einfach ab und an schwer enttäuscht. Und also schwer enttäuscht auch von seiner Art. Ich dachte, er ist so und so und dann war er halt nicht so. Bestes Beispiel, haben wir vorhin drüber geredet im Kato. Ich habe nichts gegen Flair. Ich freue mich für seinen Erfolg. Ich finde das auch gut, was er macht. Aber ich habe Flair leider nicht in allerbester Erinnerung. Und auch ich bin ein Mensch, der einen Standpunkt hat und der sagt, selbst wenn Flair jetzt hier sitzen würde, würde ich ihm das so sagen und würde sagen, Digga, wir haben Diskrepanzen. Und das ist es. Und ich sage aber, ich disse Flair nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich habe einfach nur meinen Standpunkt. Und ich glaube, Flair würde das ähnlich sehen. Aber da ist jetzt auch kein böses Blut oder sowas, sondern eher so, dass ich sage, ich habe meine Meinung, er hat seine Meinung und ich akzeptiere auch eine andere Meinung. Aber wenn man mich nach ihm fragt, ich habe nicht unbedingt die besten Erinnerungen an Flair. Der Kid Dope, war er damals bei der Jagd auf Kollega im Binu dabei? Und das sind ja oft so diese zwei, drei Schlagzeilen, wo Leute einen abstempeln. Von wegen hier Jorilla, einmal so der Osten rollt, dann hier irgendwie von irgendeinem von Selfmade den Arm gebrochen. So. Also das Ding ist, ich war da und habe Döner gegessen. Du auch. Und ja, ich war da, ich habe Döner gegessen und ich bin halt jemand, wenn mich jemand herausfordert oder jemanden an meiner Seite herausfordert, zu dem ich loyal bin, dann bin ich da. Und das wird sich auch nicht ändern, auch nicht mit 44. So war ich mit 20, mit 22, so war ich mit 44, so werde ich mit 55 sein, so werde ich mit 66 sein.
Aber die große Frage ist, wen interessiert das heute noch? Ja. Es geht einfach darum, dass ich sage, steh zu dem, was du bist. Und wenn dich jemand angreift und dich testen will, dann sei da. Und heute wird so viel erzählt und alle fallen immer aus allen Wolken. Nehmen wir das Beispiel wie Manuelsen versus Animus. Alle fallen aus allen Wolken, wenn dann mal einer fällt. Aber in den Tracks haben halt alle... Ja, ich sage immer, wie du es in den Wald hineinrufst, so kommt es auch wieder heraus. Und ich sage, dann brauchst du dich auch nicht wundern. Auch im Rap brauchen wir uns nicht wundern, wenn einer kommt und sagt, Digga, dann jetzt. Und dann wird schnell von unfair und fair und was ist jetzt unfair und fair. Wer definiert das? Wer sind wir, dass wir das definieren? Wenn mir auf der Straße jemand entgegenkommt, der mich wie ein Arschloch behandelt, behandle ich ihn auch wie ein Arschloch. Kommt mir auf der Straße jemand entgegen, der gut zu mir ist und ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch ist, werde ich ehrlich und aufrichtig ihm gegenüber sein. Es gab Differenzen und es wird auf dieser Welt, egal in welcher Szene, in welcher Musik, immer Differenzen geben. Es wird aber auch immer Menschen geben, die sagen, ich will diese Differenz klären. Und wenn ich dazu dahin fahren muss und sie konfrontieren muss, und das ist eben das Ding, wie rufst du es in den Wald hinein und wie kommt es wieder heraus? Ich sage immer nochmal, komm mit Respekt, geh mit Respekt. Ich hätte trotzdem gern das Handy des Animus, das muss ja ein Wunderhandy sein. Wenn einer auf die zurennt, hat 2 Sekunden Zeit, das Handy brauche ich auch. Ich glaube einfach, ich bin sowohl auf der Seite von Animus als auf der Seite von Manuelsen. Mhm. Denn ich denke, ein fairer 1-zu-1-Kampf ist immer noch in meiner Welt eine Sache, die vollkommen legitim ist. Yeah. Also ich finde, wir reden immer die ganze Zeit von Kräftemessen. Der eine misst sich mit Worten, der andere, und ich meine, guck uns an, wir sind jetzt alles keine MMA-Fighter oder sowas, ja, ich rede jetzt nicht darum, auch ich kann fallen. Ich dachte, ich bin einer, bei Boogie Life könnt ihr sehen. Ah ja, Rippe gebrochen. Ich bin ja Meister in Heilheimer und Unterwasser-Mikado. Und ATK, anal trocken, ihr wisst Bescheid. Key 2, Digga, Kinderton. Was ich damit sagen will, ist, auch ich habe in meiner Vergangenheit gelernt, dass hier immer jemand kommt, der einfach stärker ist als du. Und dann kommt es darauf an, was du daraus machst, wenn du halt mal fällst. Und ich finde halt, genau, aufstehen. Und ich finde es halt einfach wichtig und ich rühme mich damit nicht. Also ja, ich will nicht, dass es so ankommt, als würde ich mich damit rühmen. Es war halt einfach zu der Zeit damals ein ungünstiger Abgang. So würde ich es mal nennen. Aber es war auch ein Abgang, wo ich gesagt habe, das ist meine Welt. Und wenn ihr auf mein Spielfeld kommen wollt und das so klären wollt, dann sagt Bescheid, ich bin da. Und ich glaube, das ist einfach bloß in unserer Welt, nennen wir das gerade sein. Mhm. Gerade sein, sei gerade. Ja, immer und sein Mann stehen. Ja, genau. Du hast gerade bei Manuelsen geredet. Er hat dir öfter mal Props in letzter Zeit gegeben. Was für eine Connection stehst du zu ihm? Ich habe in vielen Insta-Stories und Kommentaren gelesen von wegen hier. Manuelsen ist mein Bruderherz. Manuelsen ist mein Bruderherz. Manuelsen ist ein Mensch, der seit dieser Zeit, als ich gesagt habe, ich mache das Haudegen-Ding, immer an meiner Seite war. Wir haben immer Kontakt gehalten. Wir haben selbst Features bei Haudegen mit Manuelsen. Wir haben Features mit Savage. Es gibt halt eine Handvoll Menschen, die, mit denen ich nie aufgehört habe, den Kontakt zu halten. Mhm. Und Manuelsen ist mein Bruderherz. Ich würde ihn jederzeit verteidigen, so wie er mich jederzeit verteidigen würde. Ich würde jederzeit mit ihm einen Song machen. Ich finde großartig, was er mit Könige im Schatten auf die Beine gestellt hat. Freue mich unfassbar für Twin, freue mich für Cass und freue mich einfach. Cass, Twin, mein Homie. Freue mich einfach für die Jungs, dass die sehr, sehr gute Musik und vor allen Dingen den Arsch in der Hose beibehalten haben, zu sagen, wir bringen Output. Und Manuelsen, für mich einer der größten Künstler, die wir in Deutschland haben. Kommen wir zum nächsten stabilen Mann. Song mit Twin aus Frankfurt vorstellbar von Rest. Der hat sich auch in vielen Insta-Stories erwähnt. Ich so, okay, cool, dass deine Connection da ist. Genau, Twin ist genauso mein Homie. Uns verbindet natürlich. Da muss man ganz weit in die Zeit zurückgehen. Also ich kann mich halt noch an die Brigade Nassau erinnern, wo er am Start war, zu den Zeiten, wo wir auf dem Acker waren und Dinge geklärt haben. Man könnte jetzt denken, wir waren verfeindet, aber wir kannten uns einfach von den Zeiten. Das verbindet uns, dass wir zusammen an der Tür gestanden haben. Er hat an der Tür gestanden, ich habe an der Tür gestanden. Mhm. Er steht immer noch an der Tür und ich respektiere diesen Menschen einfach für seinen unfassbaren Weg und achte ihn sehr dafür, dass er auch ein stabiler, gerader Mann ist, den ich ernst nehmen kann und will. Und freue mich jedes Mal, wenn ich Musik von ihm höre, weil ich einfach... Weil ich denke, es müsste viel mehr von solchen Jungs geben. Aber meistens sind die Jungs, die sowas machen, die haben gar keine Zeit für Rap.
Gut, dass Twin sich die Zeit nimmt und voll. Bald nehmen wir uns die Zeit mal wieder für ein schönes Interview voll. In Frankfurt mit Twin. Ja, sehr, sehr gerne. Ey, mach das unbedingt, weil Twin ist auch jemand, der wirklich eine Menge zu erzählen hat und aus einem ganz, ganz harten Holz geschnitzt ist. Safe. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass letztens mein Bruder Boogie und Twin im Skyline-Film bzw. der Serie von Netflix voll gesehen haben. Ich habe schon auf meinem Album von 2010 yeah. mit Twin gearbeitet, beim Burning yeah. Prime Album. Auch schon 10 Jahre her. Ja. Ein ja. ganz stabiler Kerl, ja. mega geiler Rapper, und darum, auch immer mit Vorurteilen belastet. Darum sag ich gerade, wo wir hier im Kameradenweg gerade sitzen, wenn ich einen Wunsch aussprechen darf, ich wünsche mir entweder auf meiner nächsten Platte oder auf meiner EP, ich wünsche mir einen Song mit Boogie und Twin auf einem Track. Also, geil. Dein Wunsch ist uns befehlt. Digga, müssen wir machen, oder? Digga, lass mit Twin Boogie und Rilla, das ist ein Wunsch. Ja. Also Twin, wenn du das hörst, Digga, weiß Bescheid. Letztes Mal habe ich meinen Bruder Twin gesehen, glaube ich. Bei der Late Night Show? Nee, da konnte er nicht. Das letzte Mal habe ich ihn in meinem Blockmonster-Video. Genau. Genau, das ist auch schon ein bisschen was her. Ja. Da haben wir auch ein Interview gemacht. Kommen wir zur nächsten Frage, die du gerade fast schon beantwortet hast. Von Beats TV. Kommt was mit MC Boogie songmäßig und war er mal mit Alpagan und kann er daraus schöne Anekdoten erzählen? Also wie gesagt, Song mit Boogie definitiv. Also so oder so, davon gehe ich ganz stark aus. Und was Alpa angeht, ich habe nur Liebe für Alpa. Ich auch, hat mich, das Thema hab mich genau, hab mich sehr gefreut. Wie gesagt, kenne Alpa noch aus Steinmetz-Zeiten. Und für mich ist das großartig gewesen, als ich Alpa wieder gehört habe. Ich habe ihn sehr vermisst. Mag ihn als Mensch. Er ist auch nicht der einfachste Mensch, aber ich mag ihn als Mensch. Mhm. Als den Mensch, der er ist, wünsche ihm nur das Beste und weiß einfach, dass Alpa auch aus einem guten Holz geschnitzt ist, definitiv. Ey, ganz stabiler Rapper. Einer meiner Lieblingstracks ist Heimat mit Big Baba noch und Cracker Valley. Überkrass. Übergern, Baby. Ja. Okay, nächste Aussage. LP haben wir früher mal gesagt. LP auf Tour. Machen wir mal LP. Bekomme Nostalgie-Feelings von seiner Mucke. Bekommst du das auch öfter mal zu hören? Ja, bekomme ich öfter zu hören, weil es natürlich, Musik sollte auch immer eine Zeitreise sein. Also Musik sollte dich an eine bestimmte Zeit erinnern. Und gerade heute hier im Kameradenweg bei Boogie, da setzt man zu einer Zeitreise an, weil man über alte Anekdoten spricht. Und das ist schön, wenn Musik sozusagen auch nostalgisch sein kann, in der Form, wie sie halt ist. Also jeder verknüpft Musik mit irgendeiner Zeit und all die Erinnerungen, die man daran hat. Und von daher ist das ein sehr, sehr schönes Kompliment. Geil. Okay. Und ich freue mich auf jeden Fall gleich, dein aktuelles Album auf der Rückfahrt nach Hannover durchzuhören. Macht dich, ja. Gekonnt, ignoriert, so nennt er sich der Herr. Mich interessiert schon seit Jahren, an wen der Track Der Freund, der du warst, geht und warum. Der Freund, der du warst, geht an einen alten Weggefährten von mir. Der ist schön, über den, wo du über den drogenkranken Bruder rappst, der Drogen nimmt jetzt? Nein, hast du verwechselt. Der Freund, der du warst, ist ein Song, wo ich mit einer Freundschaft sozusagen, ich habe eine Freundschaft in den Sand gehauen, hatte da auch meinen Anteil dran, aber war so enttäuscht über diese Person, dass ich all meine Wut und meinen Hass auf denjenigen in diesen Song gepackt habe. Und ich glaube, man hat bei diesem Song Jorilla, Freund, der du warst, halt auch einfach gemerkt, dass ich, wie ernst ich das meine. Wir sind zusammen aufgewachsen in Marzahn. Er ist irgendwann nur noch dem Geld hinterhergerannt. Und das ist nicht unsere Art, ja. Also wir sind fleißige Jungs, die machen, was zu tun ist. Aber wir sagen immer, wenn du fleißig bist im Leben, kommt das Geld von ganz allein. Und er hat sich aber für den anderen Weg entschieden. Er wollte auf Teufel komm raus Geld verdienen und das so viel wie möglich. Und hatte sich dadurch so sehr verändert, dass ich die Freundschaft kündigen musste und sagen musste, in der Art und Weise und in der Form, wie du deinen Charakter verändert hast, kannst du nicht mehr mein Freund sein. Und darum ging es an dem Track, Freund, der du warst. Okay. Krass auf jeden Fall. Also Geld nachjagen macht einen nicht glücklich und Geld besitzen bestimmt auch nicht, vielleicht nur zufriedener. Ja. Was hältst du von Diverse? Andere Rapper, die unsere Ostberliner Flagge hochhalten, wie Plusmacher, Finch und MC Bomber. Fettes Album, Bruder, ist gekauft. Danke erstmal, dass du dich... Was hältst du von diversen anderen Rappern? Ich finde einfach, ich mache da mittlerweile gar keinen großen Unterschied mehr, ob Ost, West, Süd, Nord. Also für mich ist es so, ein guter Rapper ist ein guter Rapper. Für mich ist, nehmen wir mal Plusmacher, ein guter MC, obwohl es mir vordergründig irgendwie immer zu sehr um das Weed-Ding geht. Aber technisch gesehen ist es einfach guter Rap, ja.
Finch asozial kann ich nicht unbedingt was mit anfangen, ist einfach nicht mein Vibe so. Ja, also ich verstehe das, was er da macht, und ich verstehe, warum Leute das geil finden, aber es ist nicht meine Art von Rap. Wen hatten wir noch? Was war noch? Plusmacher, Finch asozial? MC Bomber. MC Bomber. MC Bomber für mich auch so, wo ich sage, habe ich Respekt für, kann ich respektieren, so ist guter Rap, Punkt. Yeah. Vor allen Dingen eine eigene Stilistik, ne? Yeah. So, aber da auch möchte ich noch jemanden erwähnen aus Leipzig, über den ich mich auch immer sehr freue. Morlock sowieso. Morlock, Album des Jahres, Herzbube. Morlock, der eiserne Besen, definitiv. Aber wen man auch nicht vergessen darf in der ganzen Riege, ist mein Homeboy Omek. Also Omek ist auf jeden Fall auch für mich underrated. So. Mhm. Ich finde, also, und ich habe letztens erst mit ihm geschrieben und habe gesagt, Digga, du musst eine Granate bringen. Sag Bescheid so. Digga, ich warte wie viele andere wahrscheinlich auf ein wirklich gutes Omega-Album. Ich auch. Da freue ich, der stabilsten Arzt, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Ich muss unterbrechen, wie es mir auch so schwer wird. So leicht fällt. Und Herzbube bei Album des Jahres hier im Konradweg. Check mal von Omega, ich gebe Gas und kleiner Bruder. Ja, sehr, sehr stark. Digga, Wahnsinn. Aber wie gesagt, Morlock, der eiserne Besen, ist natürlich unangefochten. Ne? Also ganz liebe Grüße. Album des Jahres. Ganz liebe Grüße. Ja. Safe. Gameplayer. Kontakt zu ehemaligen Agro-Artists? Nein, wie gesagt, leider kein Kontakt. Zu gar keinem? Zu gar keinem. Krass. Nein, Seelenverwandtschaft ist natürlich da, aber leider kein Kontakt. Mhm. Über die Jahre ist es immer mal wieder abgerissen. Der letzte, der übrig blieb, war Bobby, mit dem ich noch im guten Kontakt stand, aber der auch irgendwann abriss. Aber ich habe nur Liebe für die Vergangenheit. Und weiß das auch alles sehr zu schätzen, was damals passiert ist. Und hab nur Liebe für die Jungs. Yeah. Okay, jetzt nochmal eine kleine witzige Sache, Jungs. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Von Cas Matas. Wenn sich Boogie und Rilla gegenüber sitzen, entsteht dann ein endloser Spiegeleffekt. Und Boogie, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft haben dich die Leute mit Rilla verwechselt? Öfter schon, wirklich. Öfter schon. Es kamen auch schon einige Rapper und so von wegen so zu Boogie, ey, Ossenrold, geiler Track von dir. Ich so, ey, Bro. Ja, super geil. Du hast irgendwas verwechselt. Ja, ey. Und bei dir, wie sieht's da aus? Und bei mir ist es genau das Gleiche. Also viele Leute kamen zu mir und oder sind von mir weggerannt und haben gesagt, nein, Boogie, nicht ich. So, geil. Das ist schon geil. Also, ja, die Ähnlichkeit ist halt da. Und nur, dass er mittlerweile besser aussieht als ich. Muss ach, ich ganz ehrlich sagen. Der hat sich vorhin ausgepellt, so, hat er sich so ganz demonstrativ in den Türrahmen gestellt. Und ich dachte so, ey, okay. Ah. Okay, also ich freue mich sehr, wenn Leute uns natürlich auch in Verbindung bringen, weil wir halt... Wir sind Kompliment. Ja, also von daher Zwillings, ja, Twins. Twins, da sind wir wieder bei Twin. Black Bertha, mit welchem Programm hat er damals Beats gemacht? Kann man heute noch Beats erwerben zufällig? Was machen? Hammer, Zirkel? Okay, erstmal die Sache mit den Beats. Erstmal die Sache mit den Beats. Ich produziere komplett auf Logic, also alles im Prinzip über Logic. Andere machen ja mit Cubase und manche mit einer SP und Maschine und sowas alles. Ich produziere komplett in Logic mit einer Menge sozusagen Plugins. Was Hammer und Zirkel machen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Hammer sozusagen als Sozialpädagoge arbeitet und der Rap auch an den Nagel gehangen hat. Und der Zirkel arbeitet, glaube ich, auch noch in der Musikindustrie. Yeah. Was hat er in der Zeit mit Haudegen erlebt, was im Rap nicht möglich war? Ich habe, wie gesagt, ich würde darauf zurückkommen, dass ich in der Haudegen Zeit, in den 10 Jahren Haudegen, eine Menge Liebe erfahren habe. Anstatt, also Liebe für die Musik, anstatt Hass für die Musik und Hinterfragerei für die Musik, sondern ich habe Liebe bekommen. Liebe, das, was ich mir immer gewünscht habe, habe ich bei Haudegen bekommen. Dass Menschen auf mich zukamen, gesagt haben, ey, deine Musik gibt mir Kraft, deine Musik holt mich raus, wenn ich depressiv bin. Ich habe so viel mit Haudegen erlebt, dass es den Rahmen sprengen würde, das alles zu erzählen. Ich kann nur sagen, um das runterzubrechen aufs Wesentliche, ich habe Liebe erfahren, ganz viel Liebe erfahren für das, was ich tue. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und genau darum ist halt auch der Fakt, dass ich sage, Haudegen ist meine Person. Mhm. Also mein Leben ist Haudegen. Und darum wird es halt auch weitergehen, wird es weitere Alben geben. Musik ist und bleibt Geschmackssache. Ja, ich will auch niemanden davon überzeugen oder hier Schleichwerbung machen für Haudegen, sondern ich will einfach nur sagen, dass ohne Rilla hätte es kein Haudegen gegeben. Safe. Und ohne Haudegen gibt es auch kein Rilla. Also genau das ist im Prinzip das Yin und Yang-Prinzip.
So sieht's aus. Was war der, oder was ist der größte Hit von Houdegen? Der größte Hit von Houdegen ist ein Mann, ein Wort, definitiv. Okay. Also das war eine Nummer, die auf dem allerersten Album drauf war, schlicht und ergreifend, was auch Gold gegangen ist. 2012 rum. Und das ist, würde ich sagen, die Nummer, mit der viele Leute draußen Houdegen in Verbindung bringen. Viele Fragen wurden im großen Interview mit Boogie schon beantwortet. Wir machen jetzt noch 3-4 weitere Fanfragen. Gibt es nicht irgendeine, die so richtig so unter die Gürtellinie geht oder sowas? So ein bisschen. Ja, sowas, guck mal. Jetzt sag mir nicht, es gibt keinen Hate mehr in den Kommentaren. Ein bisschen Hate gibt es immer, so von wegen hier, jetzt kommen die alten Männer und machen wieder Rap. Und diese Frage mit, ey, Mann ist vom Bassbox-Clan, grüße alle Arzen, die auf dieser Welle fahren. Was ist denn an Altsein cool? Wir kommen von der Straße, du musst es erstmal überleben, mein Freund, wo wir herkommen. Ist es ein Geschenk Gottes, den 30. Geburtstag zu zelebrieren? Wir werden nur besser werden wie ein Wein. Ja. Ich glaube, du bist halt einfach nie zu alt, um kreativ zu sein. Und ja? guck dir Künstler in Amerika an, in Frankreich. Leute, die, guck dir mal Busta Rhymes an. Wie alt ist Busta Rhymes? Und ich glaube, wenn Busta Rhymes Bock hat, irgendjemanden zu flexen, dann macht er das, weil er es kann und nicht, weil er muss. Ich glaube, der ist mit Dre wieder im Studio. Ja, ey, Beste. Wenn Busta kommt und wenn es dann heißt, der Opa hat alle mal wieder weggeflext. Das macht er auf jeden Fall. Digga, dann sprechen wir uns nochmal. Ja, Papa Schlumpf ist auch der Opa, der King Schlumpfhausen. Also jetzt hört mal bitte auf. Nee, aber so viel Negatives ist da gar nicht. Da gibt es halt die beiden Sachen von wegen hier Nazi und das andere hier alter Mann. Aber okay. Aber eigentlich alles schon erklärt. Braun ist keine Farbe, ist eine Einstellung. Ja, kann gut sein. Aber das ist jetzt wirklich dauert. Das gibt es immer noch. Das mit ist die so Nazi krass, bei das mir ist auch. Normal. Guck mal, du bist Deutscher, hast eine Glatze, Nazi. So die Schubladen-Denken ist am allereinfachsten. Das ist so krass. Vor allen Dingen, wie könnt ihr... Ey, was macht denn der Salafist auf meinem Bett? So schnell geht's. Wie könnt ihr das... Vor allen Dingen ist das halt so konträr. Oh, dunkle Haut. Dass es im Hip-Hop dazu kommt, das verstehe ich immer nicht. Also ich verstehe nicht... Und das ist dieses Ding, wir sitzen hier nicht umsonst. Nein. Also verstehst du, was ich meine? Und das Sushi kommt aus Japan. Der Stein auf Afghanistan. Und wie gesagt, der Puller ist aus Langwitz, der Trippmer aus Marzahn. Das genau ist Multikulti-Kriminelle. Aber ich glaube halt einfach, es ist wichtig für die Leute, da auch einfach ein Stück weit zu sensibilisieren und zu sagen, nur weil wir so aussehen, heißt es doch nicht gleich. Also verstehst du, was ich meine? Ja, normal. So, das wäre genauso, als wenn Leute schreiben würden, so stelle ich mir Leute in einem Swingerclub vor, ey, das sind die übelsten Swinger, Alter. Ja. Das sind so, weißt du, was ich meine? Ich sehe auch mega nett und tolerant aus und wer mich kennt, weiß genau, was ich meine. Weißt du, du bist das Gegenteil, Digi. Ja. Okay, kommen wir jetzt zu den letzten Fragen. Wieder mal ein Feature mit Kontra K. Das letzte war ziemlich nice von Christian Türk. Ja, wir haben schöne Zeiten mit Kontra gehabt. Freue mich auch sehr über seinen Erfolg. Wir haben eine geile Nummer zusammen gemacht, die da bittersüß heißt. Mein bittersüßer Schmerz. Sehr, sehr geile Nummer. Mit Kontra sehr, sehr gerne. Also jederzeit, wenn es sich ergibt. Für mich ist halt momentan so, dass ich sage, so Feature-mäßig, ich bin da so lange raus, dass ich jetzt gar nicht in der Lage bin, darüber nachzudenken, mit wem will ich jetzt. Okay. Es ist halt eher so, ich mache mit den Jungs, wo ich willkommen bin. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah, und wo ich sage, das sind Freunde. Aber so soll es auch guck sein. Guck mal, die Zeit, die 10 Jahre, die jetzt rum sind, ich sitze bei Boogie auf der Couch und ich hätte gestern sagen können, ich habe aufgehört zu rappen. Und das ist vollkommen scheißegal, wann ich hier sitze und ob 20 Jahre vergehen würde, Boogie würde mich sicher empfangen, weil wir halt die Zeit kennen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich auf Feature-Fang gehe und sage, ich muss jetzt mit den Leuten, die erfolgreich sind, jetzt Musik machen, muss ich gar nicht. Ich mache Musik, wie ich das fühle und wenn ich bei Boogie sitze, na sicher frage ich ihn danach zu sagen, Digga, machen wir Song demnächst oder machen wir mit Twin zusammen eine Nummer, aber ich... Müsste jetzt im Prinzip bei Kontra auf der Couch sitzen. Ich müsste jetzt bei den alten Agro-Jungs auf der Couch sitzen. Es geht ja nicht darum, Features zu machen, sondern es geht darum, Songs zusammen zu machen und nicht zu sagen, okay, Kontra ist so bekannt und erfüllt mittlerweile Arenen, ich muss mit ihm einen Song machen. Ich muss erstmal gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn sich Kontra irgendwann mal bei mir meldet und sagt, ey Digga, wie geht's dir? Darüber würde ich mich freuen. Aber es ist kein Muss. Yeah, safe. Und wir müssen gar nichts bei TV Straßensound. Wir müssen nichts, außer Boogie muss einen Bonkopf rauchen. Genau. Wollen wir das schneiden? Nee, lass ruhig, aber damit können wir das Interview auch beenden. Ja. Auf jeden Fall nochmal Gratulation an Kontra K für das erfolgreichste Hip-Hop-Album 2019. Ja.
Riller, ich danke dir für das Interview und für dein Treffen. Boogie, dir danke ich sowieso immer. Ich danke dir, dass es gibt dort. Digga, danke für den tollen Ring. Ja, ach, alles geil, Digga. Alles geil. Schönes Ding. Bitte, wenn du wieder gehst, bitte Schuhe abtreten vor. Wenn ich gehe, Schuhe abtreten. Alles klar. Ja, wenn es dir gefallen hat, sag's kein weiter. Wir haben genug zugezogen in Langwitz. Genau, deswegen bleibe ich auch in Hannover. Joe Riller, TV Straßensound. Daut, Boogie Darzen, Keeper, ich rauch einen auf euch, Baby, Baby. Haut rein, meine Freunde, das große Interview unten in der Videobeschreibung, genauso wie das Album von Rilla. Ciao. Ich sag immer, komm mit Respekt und geh mit Respekt, unser altes Motto, du weißt. Ja. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Ich kann mich noch an eine geile Anekdote erinnern, wo wir hatten auch mal Streit wegen... Wir hatten auch mal richtig... Wir haben, in dem Moment haben wir Berlin verteidigt. Und na klar, und Deso hat ja, glaube ich, auch Berlin-Verbot ausgesprochen und die hatten das nicht ernst genommen. Na doch, doch, die haben, ich glaube, 7 oder 8 Jahre nicht in Berlin gespielt. Ach so. Danach, also hat schon... Ja. Nee, hat nee, da, auch als in dieser besagten Nacht und den Abend waren davor schon Telefonate und da wurde gesagt, kommt irgendwie nicht. Ich habe Farid und Kolle waren auch dabei, wa? Ja, genau. Vor 2 Jahren waren wir eingeladen von den bösen Onkels. Oh. Digga, 100.000 Menschen in Leipzig, Messe, und wir dürfen sozusagen Support spielen. Ich möchte dir einfach gerne was schenken, weil ich das großartig finde, wie du dich entwickelt hast. Ich finde großartig, wie du dein Ding machst und hab dir deshalb... Einen Ring mit einem dicken B drauf, sozusagen, den habe ich gefunden. Und ich hoffe, weil du ja wirklich gut aussiehst. Alle meine Jungs sind mit mir mit. MAN 12-6 zu der 8-1. Ich komm rein, ich sag, was soll hier Macht sein? Ich komm rein und bin allein. Kein Rücken, kein Schwanz hinter mir. Ich stehe wie eine Eiche.